Paul Becker und Hannes Götz. Ebenfalls auf Platz 13 bei diesen deutschen Meisterschaften Florian Huth und Florian Lüdecke. Es freut sich über euren Applaus. Tim Tittelbach und Steffen Dröster. Ebenfalls auf Platz 13, man könnte sagen, die Newcomer dieses Jahres. Manuel Lohmann und Jonas Schröder. Jonas Schröder ist schon auf dem Weg zur U21-WM in Kanada. Also begrüßt sein Partner mit einem großen Applaus aus dem Center Court, Manuel Lohmann! Das sind also die Jungs, die an Position 13 dieses Turnier beendet haben. Wir kommen zu den Neuplatzierten. Sagen Glückwunsch an Thilo Backhaus und Dirk Westphal. Und wir sagen Hallo und herzlich willkommen auf dem Center Court und ein großer Applaus für Platz 9 vom FC St. Pauli, Markus Böckermann und Micha Obatzka. Welchen Jungen hat das gegeben? Und damit es kein Streit gibt in der Familie, hat der Bruder gleichgezogen. Ebenfalls Platz Nummer 9, Dirk Böckermann und Tom Götz. Platz 7 und sagen Gratulation an Denise Berken und Jan Romutz. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 7, Armin Donninger und Malte Stiel. Am gestrigen Samstagabend wurden sie gestoppt. Gratulation an Thomas Kaczmarek und Alexander Weikenhoff. Ebenfalls auf Platz 5 hier bei den deutschen Starfleet-Feuerwehrmeisterschaften 2011. Herzlich willkommen auf dem Center Court. Lars Glücken und Stefan Köhler. Platz Nummer 4. Erst im kleinen Finale gestoppt, ein klasse Turnier gespielt. Gratulation nach Berlin an Johnny Erdmann und Kai Matysek. Check.de für die beste Flugeinlage des Turniers, die beste
Fluganlage bei den deutschen Smart Beach Volleyball Meisterschaften Tindower Strand 2011 geht an Thilo Backhaus. Hey! Hey! Dann kann er mich wieder mal zum Essen einladen. Super! Wir kommen zu den Medaillenrennen. Dritter Platz, Bronzemedaille für das Team vom Hamburger SV. Gratulation an David Klemperer und Erik Korenk. Der AD Fernsehlotterie gibt es aus den Händen des Zuschefs, aus den Händen von des Setup. Ein Roadside-Paket unseres Kleidungssponsors. Roadside gibt es vom Geschäftsführer der Marke Roadside, von Guido Koch. Und Blumen vom Bürgermeister und Volker Popp. Und einen riesigen Applaus für einen neuen klasse Auftritt. Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften. Die gibt es von euch für Dave Klemperer und Erik The Flat Correct. Silbermedaille. Ihr habt das Team eben hier auf dem Center Court erlebt. Sie haben ein tolles Finale gespielt. Holt sie raus mit einem großen Applaus in den Sand. Hier sind vom HSV Sebastian Dollinger und Stefan Windschein. Sich in 2011. Gute Platzierungen international erreicht. Und das ist sozusagen die Krönung, der Abschluss dieser Saison, dieser Vizetitel hier in Timmendorfer Strand. Silbermedaillengewinner hier bei den deutschen Smart-Beach-Volleyball-Meisterschaften des Schaffens 2011, Sebastian Dollinger und Stefan Windschein. Die Medaillen werden überreicht von Werner von Moltke.
Tropfen gibt's natürlich auch. Den Sekt und das Los der ARD-Fernsehlotterie kommen von Christian Daum. Die richtige Ausstattung klamottentechnisch, das große Roadside-Paket von Guido Koch. Und die Blumen werden überreicht vom Tourismusdirektor von Christian Erlenzchen. Gebt ihr ihm nochmal einen richtig großen Applaus. Silbermedaille für die beiden vom HSV, für Sebastian Sonniger und Stefan Winschall. Sie haben ihre erste Niederlage auf deutschem Boden einstecken müssen am gestrigen Samstag. Aber sie haben den Titel verteidigt. Die deutschen Smart Beach Volleyballmeister 2011 kommen aus Berlin vom VC Olympia. Gratulation an Julius Brink und Jonas Reckemann. Konzentrieren können auf die Aufgabe hier im Zimmerer Strand. Sie sind das erste Mal gemeinsam in diesem Jahr in Deutschland angetreten und sie haben erneut den Titel geholt. Gratulation für ein toll gespieltes Turnier an die Deutschen Meister 2011 von Julius Brink und Jonas Reckemann. Aus den Händen des Grillwelten. Auch für Sie gibt es die Chance, die Preisgeldquote noch mal ein wenig aufzupeppen. Mit einem Los der ARD Fernsehlotterie. Überreicht von Christian Daum. Gefülltes Rucksack-Paket gezogen auf von Guido Koch. Und der Oberbürgermeister überreicht die Blumen. Seine 19. Glückwunsch. Nächstes Jahr also finden die 20. Deutschen Meisterschaften im Zimmendorfer Strand statt. Und jetzt gibt's den Pokal und vor allen Dingen den überdimensionalen großen Autoschlüssel für den Hauptgewinn bei den Deutschen Meisterschaften für einen niegelnagelneuen Smart. Wir sagen Gratulation. Sie kommen von Michael Jopp, sie kommen vom Beachvolleyball-Publikum hier im Zimmendorfer Strand. Ein Auto
Und den Applaus gibt es für die deutschen Meister 2011, für Julius Brink und Jonas Eggemann.